Bill Gates, der Vater von Karl Klammer. Und Thema eines 30-minütigen Videos von YouTuber Ken Jebsen. Das Ehepaar Gates hat inzwischen mehr Macht als Roosevelt, Churchill, Stalin und Hitler seinerzeit zusammen. Wow, das klingt jetzt ein bisschen überspitzt, aber schon der Titel schreckt auf. Gates kapert Deutschland. Ehrlich gesagt, wenn das stimmt, dann fände ich das wirklich nicht geil. Ken hat also meine Aufmerksamkeit. Und nicht nur meine. Das Video hat inzwischen über 3 Millionen Aufrufe. Ein Video voll mit Aussagen, die einem wirklich Angst machen. Wenn wir die Demokratie retten wollen, können wir uns nicht auf Politiker verlassen, die sind gekauft. Alle Politiker, jeder einzelne, von AfD bis ÖDP? Okay. Gerade jetzt während Corona suchen wir alle nach Antworten. Daher sind die Kommentare auch sehr unterschiedlich. Von Danke liebes KenFM-Team bis Alter, der Typ ist mittlerweile mega durch, früher mit Inhalt, heute nur noch Brei im Kopf. Also, was ist dran an dem Video? Wer ist Ken Jebsen? Zeit, das mal genauer zu zerlegen. Was zuerst auffällt, das Video ist voll mit Aussagen zum Ehepaar Bill und Melinda Gates. Eine krasser als die andere. Geht schon am Anfang los. Die Bill and Melinda Gates Foundation finanziert die Weltgesundheitsorganisation zu über 80% und bestimmt dort ganz knallhart, was Gesundheit ist. Zu über 80%? Krass. Aber kann das stimmen? Ken Jebsen hat seine Quelle dazu direkt unter dem Video verlinkt. Es ist ein Bericht vom Deutschlandfunk. Das wirkt? Aha. Jebsen arbeitet journalistisch seriös, bis man den Artikel liest. Die Zahl mit den 80%, das sind alle Spenden. Zu Gates heißt es, der Weltgesundheitsorganisation stiftet Gates für die Jahre 2016 und 2017 629 Millionen Dollar. Das sind über 14% ihres Budgets. Ob ich 14 oder 80% von zum Beispiel meinem Gehalt bekomme, das ist schon echt wichtig. Da sollte man keine Fehler machen. 2019 kamen übrigens knapp 10% der Spenden von der Gates Foundation, wie die WHO offen zeigt. Im besten Fall hat Ken also den Artikel nur überflogen und sich nicht um eine zweite Quelle bemüht. Sollte einem Journalisten nicht passieren. Aber weiter. Und auch die Unversehrtheit ihres Körpers ist nicht mehr garantiert, sondern man kann sie dann einfach impfen, ob sie wollen oder nicht. Man kann sie also mit Gift vollpumpen. Hey, er sagt, in Deutschland werden Corona-Zwangsimpfungen beschlossen. Erster Punkt. Mit was denn? Mit Desinfektionsmittel? Es dauert locker noch ein Jahr, bis ein Impfstoff kommt. Verlinkt hat er dieses Dokument vom Gesundheitsministerium. Da steht Formulierungshilfe. Es handelt sich also um einen Entwurf. Beschlossen wurde also gar nichts. Das könnte die Regierung auch nicht so einfach. Wie viele Schritte so ein Entwurf durchlaufen muss, haben wir an der Debatte der Masernimpfung gesehen. Aber viel schlimmer, er hätte mal genauer nachrecherchieren sollen, denn eine Corona-Impfpflicht stand nie im Gesetzentwurf. Es wäre auch absurd, eine Impfpflicht im Bundestag zu beschließen, wo es doch überhaupt keinen Impfstoff gibt. Weiter zur nächsten beunruhigenden Aussage von Ken über die Gates. Sie haben auch Medien gekauft. Sie haben 2,5 Millionen an den Spiegel rausgegeben. Sie haben mit 300.000 Euro die Zeit finanziert. Sie sind bei der Johns Hopkins Universität drin als großer Geldgeber mit 20 Millionen. Das heißt, Sie bestimmen die öffentliche Meinung. Okay. Ja, die Gates Foundation hat an den Spiegel und die Zeit gespendet. Zeigen Sie auch offen auf Ihrer Webseite. Hier, 297.124 Dollar gingen an die Zeit für Berichterstattung über den Klimaschutz. Und umgerechnet rund 2,3 Millionen Euro in 3 Jahren gingen an den Spiegel. Ken behauptet, damit hätten die Gates die Berichterstattung gekauft. Mit 2,3 Millionen Euro? Hier, der Spiegel hatte einen Bruttogesamtumsatz von 207 Millionen letztes Jahr. Da sind das gerade mal 1%. Damit kontrolliert man gar nichts und überhaupt kontrollieren. Der Spiegel hat allein Werbeeinnahmen von über 87 Millionen Euro. Die kommen zu einem ziemlich großen Teil von Autofirmen. Hier Mercedes, Land Rover, BMW und natürlich VW. Und haben die Einfluss auf die Berichterstattung ausgeübt? Ich würde sagen, nein, der Spiegel hat mehrmals pro Monat über den VW-Abgasskandal berichtet. Ja, all diese Schlampereien haben uns jetzt stutzig gemacht. Legt er unter dem Deckmantel des Journalismus Quellen offensiv falsch aus, um Panik zu schüren? Und siehe da, er stellt in seinen Videos sogar massiv Tatsachen falsch dar. Denn er hat nicht nur falsche Zahlen in petto, er hat auch noch diesen wirklich schlimmen Vorwurf an die Bundesregierung. Menschen wurden in der Merkel-Deutschland 2020 verhaftet, weil sie dieses Grundgesetz offen bei sich trugen. Wow, also
Das fände ich echt krass. Wenn das stimmt, dann würde ich ja auch hochkochen. Aber trickst er vielleicht da auch? Er bezieht sich auf die Demos am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin. Problem, die Demonstranten wurden nicht zeitweise festgenommen, weil sie das Grundgesetz bei sich trugen. Es war nämlich nur eine kleine Kundgebung angemeldet. Die Polizei machte klar, Personen, die nicht der kleinen zugelassenen Versammlung zuzuordnen sind, werden derzeit durch unsere Kollegen auch mit Lautsprechern dazu aufgefordert, den Bereich des Rosa-Luxemburg-Platzes zu verlassen. Daran wollten sich aber nicht alle halten. Es gab Diskussionen mit den erstaunlich gelassenen Polizisten. Sie, das ist eine Nachricht, die Sie uns da zeigen, somit eine politische Meinungsäußerung, die dürfen Sie hier nicht tätigen. Darum geht es jetzt gar nicht. Dieser Mitschnitt wurde aber zum Beispiel von der AfD in Heidelberg so verkauft, als wäre das Zeigen des Grundgesetzes verboten, was es nicht ist. Und nur am Rande, weil das Recht auf Meinungsäußerung extrem wichtig ist. Das Bundesverfassungsgericht hat klargestellt, dass die Versammlungsfreiheit auch während der Pandemie gebührende Berücksichtigung verlangt. Und wie wir gerade in Stuttgart gesehen haben, Demonstranten versuchen sich korrekt an den Mindestabstand zu halten. Diese ordnungsliebenden Schwaben halt wieder. Von daher ist die Versammlung hiermit eröffnet. Ken hat hier also ordentlich überspitzt und dramatisiert, damit der Zuschauer sich empört. Oder ist er vielleicht selber etwas verwirrt? Denn Jepsen verliert sich auch noch in Widersprüchen. Falsche Zahlen, falsche Geschichten. Jepsen weiß offenbar irgendwann selbst nicht mehr, was er da erzählt. Unstimmigkeiten ohne Ende. Zum Beispiel dieser Vorwurf. Es werden Gesetze im Geheimen gemacht. Man hat jetzt beschlossen, da ist ein Blatt bereits finanziert und geht dann in den Bundestag. Das liest man nicht groß in der Presse, weil es ist so wichtig, dass es uns nicht betreffen soll. Das wirkt, als kenne niemand den Inhalt. Außer ihm. Aber jeder kann sich auf der Seite des Gesundheitsministeriums darüber informieren. Da ist es öffentlich einsehbar, wie sich das gehört. Dann sein Problem mit Quellen. Die großen journalistischen Häuser sind für ihn alle der Teufel. Wenn die GZ-Medien das tun, was sie eben tun, dass sie uns die Gebühren abziehen und eine einseitige Berichterstattung machen, indem sie immer nur die Meinung derer präsentieren, die von Gates finanziert werden, dann machen sie ihren Job nicht. Den müssen sie aber machen, weil sie werden dafür bezahlt. Das ist ihr Job. Und dann müssen sie nachweisen, dass sie das gemacht haben. Und wenn sie das nicht gemacht haben, so wie der Spiegel und die Welt und die Taz und so. Ja, also ich als erstes bin ich mir nicht sicher, glaubt er wirklich, dass Spiegel, Welt und Taz Rundfunkbeiträge bekommen? Was sie natürlich nicht tun. Aber das macht keinen Unterschied, denn schmeißt eure Fernseher weg, guckt diese Scheiße von Tagesschau nicht mehr. Wir können es nicht auf Konzernmedien verlassen, die sind gekauft. Wir können es nicht auf private Medien verlassen, die sind gekauft. Wir können es nur auf Bürgermedien verlassen. Und dieses Medium, KenFM, ist ja ein Bürgermedium, weil es ist ja crowdfinanziert. Ja, aber kleine Anmerkung, KenFM ist ja dann trotzdem in privater Hand. In seiner, also quasi eine Art Schmalspur-Axel-Springer. Naja, allen Hass gegen etablierte Medien zum Trotz, in seinen eigenen Quellen nennt er dann genau diese Medien selbst. Deutschlandfunk, ein laut Jepsen GZ-Medium und hier GMX, Süddeutsche, Spiegel, alles privat und Mainstream. Diesen Mainstream-Medien sollen wir also nicht glauben, außer wenn Ken selbst direkt aus ihnen falsch zitiert. Das sollen wir dann schon glauben. Der Grund, er nutzt diese Quellen, um seriös zu wirken. Damit verleiht er seinen Aussagen größere Wucht. Das hilft ihm bei der Inszenierung als der große Journalist, der alles durchschaut. Wieso macht er das? Dazu müssen wir schauen, wer dieser Ken Jepsen eigentlich ist. Auf den ersten Blick wirken seine Videos ja so. Hier ist ein kritischer Denker, jemand, der aufklärt. Und seine Reputation erklärt er auch am Anfang des Videos. Mein Name ist Ken Jepsen, ich bin ein freier Journalist in Deutschland und arbeite seit über 35 Jahren in diesem Land mit einem Presseausweis. Sportliche Ansage. Allerdings, das heißt erst einmal gar nichts. So einen Presseausweis bekommt man super einfach. Früher hat er in der ProSieben Morning Show nämlich sowas gemacht. Sie sind Münchnerin. Gebürtige Münchnerin, ja. Kann man sagen, Sie sind gebürtige Münchnerin? Ja. Sie sind hier richtig gebürtige. Hier zu Hause. Sind Sie hier, also Sie sind gebürtige Münchnerin und Sie sind hier? Aber nur weil man Rentner verarscht, ist man noch lange kein seriöser Journalist. Niemand würde auch Stefan Raab als Investigativreporter bezeichnen. Aber gut, man kann sich ändern.
Ken war lange bei den Öffentlich-Rechtlichen mit einer Radioshow, ähnlich wie das Konzept von Jürgen Domian. Die Bild-Zeitung schreibt letzten Mittwoch, 9 Millionen Deutsche haben Burnout. Ich kenne den Begriff eigentlich Burnout, für mich klingt das so ein bisschen wie eine Designer-Klobrille von Ikea. Was ist das? Hoho, ProSieben, RBB, ganz abgesehen vom Inhalt. Ken scheint jemand zu sein, der den Jubel und die Zustimmung vom Publikum braucht. Doch dann, 2011, ist er beim RBB rausgeflogen, weil er in einer geleakten Mail an einen unbekannten Radiohörer das behauptet hat. Sie brauchen mir keine Holocaust-Informatinen zukommen lassen. Ich habe mehr als Sie. Ich weiß, wer den Holocaust als PR erfunden hat. Der Neffe Freuds, Bernays. In seinem Buch Propaganda schrieb er, wie man solche Kampagnen durchführt. Goebbels hat das gelesen und umgesetzt. Ich weiß, wer die Rassendatten im NS-Reich möglich gemacht hat. Das ist natürlich bitter. Also nicht nur die Rechtschreibung, aber Holocaust als PR erfunden? Ken hatte gerade noch die große Karriere in Aussicht und die einzige, die wirklich einzige Regel verletzt, Holocaust geleugnet. Da musste selbst der RBB handeln. Der RBB, der zusammen mit dem WDR auch Dieter Nuhrs Meinung zu Angela Merkel zeigt. Ich meine, ist dieser Drosten noch ihr virologischer Berater? Oder ist sie ihm inzwischen hörig? Oder was? Ich meine, sowas gibt es ja. Ken fand den Rauswurf natürlich ungerecht und sagte: Ich bin vielleicht irre, aber kein Antisemit. Tja, seitdem macht er auf seinem YouTube-Kanal solche Dinge. Die Angst ist in unseren Köpfen und die Angst wird getriggert von außen. Und klar, er wird immer sagen, er ist das Opfer der Eliten, der Systemmedien, die ihn mundtot machen wollen. Er ist halt immer das arme Opfer. Was uns zum Punkt bringt, die Diskussion mit solchen Leuten ist an sich schon ein Riesenproblem. Erst einmal herzlichen Glückwunsch, dass du es so weit im Video geschafft hast und nicht schon zum GZ-Hurensohn-Schreiben in die Kommentare abgerutscht bist. Also, kann man mit solchen Leuten diskutieren? Ken Jebsen ist Fachmann für Verschwörungen. Da hat er langjährige Erfahrung und über die Jahre eine Logik aufgebaut, die nichts Halbes kennt. Wir erinnern uns. Wenn wir die Demokratie retten wollen, können wir uns nicht auf Politiker verlassen, die sind gekauft. Es gibt nur Schwarz und Weiß. Und wer nicht auf seiner Seite steht, wer sich kritisch äußert oder wer einfach nur mal Beweise haben möchte, der gehört automatisch zu den Bösen. Und natürlich, der edle Ken macht das nicht für Aufmerksamkeit oder um sein Buch zu verkaufen, sondern... Das ist dein einziger Auftrag. Du solltest dafür sorgen, dass deine Kinder nicht in einer weniger freien Gesellschaft aufwachen als du. Und dann seine Follower biegen wirklich alles so, dass es in die eigene Argumentation passt. Beispiel. Als die Corona-Beschränkungen kamen, war der Politik auch klar, okay, die müssen irgendwann wieder mal gelockert werden. Aber unter seinem Video wird gefeiert, dass genau wegen des Videos jetzt gelockert wird. Das ist eine so irre Logik, gegen die kommt man nicht an. Die Eliten wollen nicht, dass wir einkaufen fahren. Deshalb fordern wir, Busse müssen fahren! Busse müssen fahren! Was? Der Bus kommt immer um die Zeit. Nein, der ist nur gekommen, weil wir das gefordert haben. Nein, steht sogar so im Fahrplan. Schlafscharf! Ich verstehe, dass Corona Angst macht. Die Situation ist neu und herausfordernd. Aber gerade dann sind einfache Antworten immer schwierig. Nachfragen, nachdenken, das sagt ja sogar Ken. Aber wenn man dann bei ihm nachdenkt, Quellenangaben schlimmer als bei Karl Theodor zu Gutenberg. Damit täuscht Ken Interessierte ganz bewusst. Dazu Narzissmus und Polemik. Ideale Mischung, um zum selbstverliebten Hobby-Demagogen zu werden. Aber das finden nicht alle geil. Am Wochenende hat er bei der Demo in Stuttgart auch Pfiffe und Flaschen geerntet. Unsere Quellen sagen, dieser Kanal bietet zweimal die Woche kritische Analysen im Internet. Das finden wir gut, weil das ist quasi die Medikamentenausgabe im Irrenhaus Internet. Abonniert diesen Kanal! Abonniert diesen Kanal! Glocke drücken, Glocke drücken, Glocke drücken! Dann bimmelt die Vernunft!